Läuft die schon? Läuft die schon? Ja, ja. Okay. Jo, Teil Nummer 2. Ich gegen Johann. Johann gegen mich. Boah. David gegen Gulian. Ich bin in dem Fall David, weil ich schnell lachen muss. Bereit. 3, 2, 1. Lassen Sie die Spiele beginnen. Was machen zwei wütende Schafe? Sie kriegen sich in die Wolle. Zahnarzt zum Patienten. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Patient, kein Problem. Zahnarzt, ich habe seit 3 Jahren ein Verhältnis mit Ihrer Frau. Ist mir doch scheiße. Was ist das Weiße in Vogelkacker? Auch Vogelkacker. Das ist ja richtig behindert. Er hat vorgesorgt. Johann, auch Vorsorge. Johann reinigt sich das. Okay. Ich bin morgen bestimmt krank. Was braucht ein Blinder im Schwimmbad? Ein Seehund. Wir müssen ein bisschen näher aneinander. Was schwimmt auf dem Wasser und fängt mit Z an? 2 Enten. Wo haben Jungs und Mädels heutzutage ihr erstes Date? Im Kindergarten. Im Kindergarten, Alter. Das ist echt richtig schlecht. Der war einfach so scheiße. Der war echt so scheiße. Wo ist denn mein Handtuch? Ja. Auf der Zunge so ekelhaft. Du musst da jetzt rausgehen und das machen. Einfach nur mit Gurken zu reiben. Es fängt mit P an und hört mit Nis auf. Perfektionsbedürfnis. Was sucht ein Einarmiger in der Fußgängerzone? Ein Secondhand-Shop. Denk dran, schlucken, nicht spucken. Was ist kalt, blau und steht am Straßenrand? Eine Prostituierte. Du bist gemein, du darfst das nicht vom Lachen abhalten. Was hat ein Mann ohne Beine? Den kannst du noch nicht, wie ich merke. Rollstuhl fahren. Nein, ich muss jetzt nochmal von vorne, ihr müsst jetzt nochmal. Oh nee, Alter. Wieso trocknest du dich jetzt ab? Du bist doch nicht an die Rollstuhl. Bereit? Was hat ein Mann ohne Bein? Erdnüsse. Ja, schon. Ich kriege mich nicht. Weiter. Was entsteht, wenn sich ein Igel... Was hat ein Mann ohne Beine? Erdnüsse. Ich dachte, du hast es vorhin schon gehört. Sie hört da, das ist dein Mann ohne Beine. Nein, ich hab da noch gesagt Erdnüsse, dann hast du gesagt. Ja, sie wusste schon über den Mann ohne Beine.
Okay. Was findet man bei Kannibalen in der Dusche? Head and Shoulders. Ein Spanier ohne Auto. Kennt ihr Carlos? Okay. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff. Das war's. Oh, dann hab ich mich verzählt. Johann denkt sich so, das war Teil Nummer 2. Vor allem jetzt ist meine Buchse nass. Also